Frisch auf, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es kein Wandervideo, sondern ein Vlog. Und ich merke gerade, dass die Sonne doch ordentlich dafür sorgt, dass mein Gesicht leider sehr dunkel ist. Deswegen drehen wir uns gerade mal in die Richtung. Ja, was wird es heute geben? Mein Plan ist tatsächlich, ja, so ein bisschen durch den Wald zu streifen, mir eine schöne Stelle zu suchen. Nicht nur, um da was Leckeres zu kochen, sondern auch, um ein besonderes Video zu drehen. Denn ich möchte heute alkoholfreien Glühwein-Punsch herstellen und das ja schön ein bisschen mit der Natur, in der Natur kochen. Und zusätzlich kam mir die Idee, das wieder als Adventskalender zu machen. Aber das werde ich zeitlich leider nicht hinbekommen. Aber dafür habe ich eine andere Idee. Die möchte ich euch erzählen und so ein bisschen durch den Wald streifen. Und ihr habt es gesehen, hier sind auch einige Arbeiter unterwegs. Aus welchen Gründen die auch immer in den Wald fahren, keine Ahnung. Wollen wir mal hoffen, dass wir uns nicht in die Quere kommen. Und so wünsche ich euch viel Spaß mit diesem neuen Video und schön, dass ihr dabei seid. Ja, hier sind auf jeden Fall auch einige Autos reingefahren. Ich habe auch wahrscheinlich irgendwelche Forstarbeiter gesehen, die, keine Ahnung, 100 Meter in die Richtung etwa, mit Vorbereitung für Leckstellen und sowas alles zu tun haben, weil da in der Nähe auch ein Hochsitz ist. Aber hier ist meilenweit nichts. Also meilenweit ist das auch übertrieben. Ich wollte euch erstmal so ein bisschen den Platz hier zeigen, den ich mir hier heute auserkoren habe. Den dürfte der ein oder andere sicherlich schon kennen. Da habe ich schon das Q&A Video gedreht mit der Hängematte. Da habe ich schon ein Video gemacht. Was habe ich denn da gekocht? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Blende ich jetzt mal ein. Und ja, das eine oder andere Video ist hier auch auf jeden Fall entstanden, habe ich ja gerade schon gesagt. Und in Zukunft möchte ich gerne Videos machen, wo ich Outdoor koche. Hört sich jetzt erstmal ganz profan an. Nicht einfach nur eine Tüte auf und heißes Wasser rein und aufwärmen lassen, sondern ich möchte gerne ganz normale Rezepte so umstrukturieren, dass man die in der Natur oder auch wenn man auf mehrtägigen Wanderungen unterwegs ist, kochen bzw. nachkochen kann. Ich werde mich da natürlich so ein bisschen von meinem Geschmack beeinflussen lassen. Also schreibt gerne auch mal in die Kommentare, wenn ihr eine Idee habt, welches Rezept da in Frage käme. Dann gucke ich mal, wie ich das umsetzen werde. Also der gedachte Plan ist tatsächlich, das mit einem Kocher maximal zwei zu machen. Aber auch nicht mit irgendwelchen großen, schweren Sachen, sondern wirklich in dem Fall nur für eine Portion. Ja. Wenn ihr zu viert unterwegs seid, dann müsst ihr es entsprechend dann hochrechnen. Und das ist so der Plan, den ich vorhabe. Ich habe da auch schon zwei, drei Rezepte vorbereitet und heute wird tatsächlich dann die Premiere stattfinden sozusagen. Denn ich habe ja gesagt, ich möchte gerne alkoholfreien Punsch, Glühwein, wie auch immer, machen heute. Und zwar hier. Und habe mir dazu auch überlegt, ob ich nicht, weil hier massenweise Totholz rumliegt, mir irgendwie was bauen soll. Weil die Carmen, so habe ich es jetzt zumindest in ihrer Videobeschreibung gelesen, eine kleine Challenge ins Leben gerufen hat. Und zwar geht raus in den Wald, baut was, alles natürlich in einem gewissen Rahmen. Ich werde natürlich jetzt hier keine Bäume fällen. Erstens darf ich es nicht und zweitens kann ich es auch nicht. Und drittens würde dann der Förster Jäger von da hinten kommen und sagen immer, hast du noch alle Latten am Zaun? Zu Recht allerdings. Und aber ich bin mir noch nicht einig darüber, was ich bauen könnte. Deswegen werde ich jetzt erstmal hier so ein bisschen entlang streifen, weil ihr seht auch, es ist alles recht schräg hier. Und ich hätte natürlich gerne einigermaßen gerade Fläche, um zu kochen, um zu filmen und so weiter. Und hier mal schauen, ob wir das vielleicht hier machen. Das sieht nämlich ganz, also einigermaßen zumindest gerade so aus hier. Ja, ich glaube, da könnte man das auf jeden Fall machen. Na, ganz ehrlich, früher habe ich gedacht, boah, was ist, wenn jetzt hier jemand herkommt und ich frage, was machst du hier? Ich mache ja nichts Verbotenes, ne? Das nur mal so am Rande. Deswegen stört es mich auch überhaupt nicht, wenn da hinten nebenan der Förster, Jäger oder wer auch immer da mit Leckstellen, Futterstellen und sowas alles zugange ist. Wenn die mitbekommen sollten, dass ich hier bin, ja, dann sollen sie gerne vorbeikommen. Dann kriegen sie gerne ein Schlückchen
Glühweinpunsch ab, sofern der denn schon fertig sein sollte. Und ja, ich werde mir jetzt erstmal kurz Gedanken machen, was man hier bauen könnte. Und ja, dann würde ich sagen, werde ich mich gleich nochmal melden. So, ich habe mir ein bisschen Platz gemacht hier im Rucksack und die BW Elefantenhaut hier mal ausgebreitet und hier im Prinzip nahezu alles mal ausgelegt. Ihr seht es auch schon hier, Honig ist mit dabei, Zimtstangen, Zitrone ist mit dabei. Die ganzen Getränke, die habe ich jetzt noch in der Tüte drin, das werde ich aber gleich noch machen. Und als erstes möchte ich mal sagen, dass die Tipps, die ich von euch bekomme, doch sehr hilfreich sind. Also vielen Dank an dieser Stelle nochmal dafür, denn ich hatte ja in dem vorletzten Video, wo ich auf dem Campingplatz war in Ennepetal, darüber moniert, dass die Füße kalt waren und ich habe da tatsächlich auch keine Mütze dabei gehabt. Die habe ich ja jetzt bei der vergangenen Übernachtung mit dabei gehabt und muss sagen, ich habe deutlich wärmere Hände und Füße gehabt. Nichtsdestotrotz habe ich mir von Zippo einen wundervollen Handtaschenofen gekauft. Upsa. Und habe den tatsächlich bis jetzt erst einmal ausprobiert und das Ding funktioniert. Am Anfang dauert es ein bisschen, bis es warm wird, aber wenn es einmal richtig warm ist, dann ist das Ding mega. Und wir werden das Ding jetzt hier gleich auf jeden Fall füllen, denn auch wenn es aktuell laut meiner Uhr 7 Grad sind, möchte ich, da ich ja gleich auch noch ein bisschen kochen werde, in Anführungsstrichen, nicht mit kalten Händen das machen, denn ja, wenn wir ein bisschen klein schneiden mit den Zitronen und so weiter und so weiter. Das möchte ich natürlich so angenehm und einfach wie möglich haben. Deswegen werde ich jetzt auf jeden Fall schon mal den Ofen anschmeißen, den Taschenofen. Habe ich hier dieses kleine Behältnis für dabei gehabt. Das kann man reinfüllen, hält dann 12 Stunden. Ich hatte das damals aufgefüllt für 6 Stunden ungefähr. Ich werde das jetzt einfach eiskalt fast voll machen, das Ding. So, soll auf jeden Fall reichen. Dann schüttet man das hier oben in diese Öffnung mit rein. So geil. So, kurz mal Pause, damit das absacken kann. Also auch wenn ich jetzt warme Hände habe, aber es ist auch nie verkehrt, zumindest mal eine Möglichkeit zu haben, sich die Hände zu wärmen. Eigentlich nie verkehrt. So, jetzt kommt der Brenner oder die Einheit oder wie auch immer man das Ding nennt, wieder drauf. Lassen wir das kurz einmal absacken und in der Zeit organisiere ich mir jetzt mal gerade ein Feuerzeug raus. Denn ein Feuerzeug brauchen wir auf jeden Fall auch. So, das machen wir auch mal eben wieder zu, damit hier was rausläuft. So. So, mal hoffen, dass das soweit alles verzogen ist, dass das nicht eine Flamme fängt hier. Denn es soll nicht brennen, es soll glühen. Ne, ist auch nicht glühen. Es ist ein katalytischer Prozess, der da in Gang gesetzt wird. So. Ist halt schwer einzuschätzen, wann das Ding an ist, ne? Weil man halt gewohnt ist, dass es brennt, aber es brennt halt nicht. Ne? Ja, auch klar. Ich denke, das wird sich oben erstmal auch noch so ein bisschen vollsaugen müssen. Aber meistens merke ich das, wenn ich hier an den Seiten anfasse. Also es wird schon warm, ne? So, das lassen wir jetzt auf jeden Fall erstmal so. Machen wir den Deckel drauf. Packen das in das Säckchen rein hier. Und dann werden wir mal schauen, ob das Ding an ist oder eben nicht. Ja, und jetzt zeige ich euch eben, wo ich mein Kochzeug gleich aufbauen werde. Denn Mutter Natur oder der Förster, wie auch immer, hat mir hier doch die eine oder andere gute Möglichkeit gegeben. Die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ja, also wie ich erwähnt hatte, dieser wundervolle Baumstamm wird es hier gleich werden. Und jetzt
auch schon ein bisschen was abgewetzt worden, wahrscheinlich von irgendwelchen Tieren. Hier wächst so ein bisschen Pilz oder irgendwie sowas. Das ist halt so bei Totholz. Soll mich aber nicht weiter stören, denn alles, was mit Lebensmitteln in Kontakt kommt oder ähnliches, wird ja entsprechend geschützt. Ich habe da ein kleines Brettchen mit dabei. Das wasche ich zu Hause ab. Das ist alles kein Problem. Und ja, also das wird, wie gesagt, meine Kochfläche werden. Und ich habe mir ja eben überlegt, ob ich hier was bauen soll oder eben nicht. Ich bin aber, glaube ich, zu dem Entschluss gekommen, ich werde hier heute nichts bauen, weil es ist einfach alles komplett nass. Und ich weiß aus vergangenen Projekten, wo ich was versucht habe zu bauen, dass nasses Holz sich äußerst, äußerst schlecht verarbeiten lässt. Und ich möchte da der Säge, dem Messer und allem, was ich dabei habe, nicht unnötigerweise Schaden zufügen. Deswegen werde ich das auf ein andermal verschieben. Aber vielleicht habt ihr einen Tipp oder eine Idee, was ich für zukünftige Outdoor-Koch-Rezept-Videos, wie auch immer, bauen könnte. Ich hätte gerne natürlich was, was immer am gleichen Platz steht, so wie hier. Also klar, es kann natürlich immer passieren, dass hier irgendwelche Leute herkommen, sei es Waldarbeiter oder andere Wanderer, die hier den Weg finden und das hier vielleicht kaputt machen oder wie auch immer. Aber es ist einfach ein toller Gedanke, einen Platz zu haben, wo man immer wieder zurückkehrt, so wie hier. Ja, ich kenne den Platz hier wirklich schon, ja, 1,5 Jahre, bin sehr unregelmäßig hier, aber ich freue mich immer wieder hier zu sein, weil ich hier weiß, was mich erwartet, was ich wie umsetzen kann und eben nicht. Die Schräge macht es natürlich nicht wirklich einfach, hier ja, was ordentlich aufzubauen. Deswegen sowas, um eine ebene Fläche hinzubekommen, ist schon keine schlechte Idee. Aber wie gesagt, das werden wir vielleicht ins Frühjahr verschieben. Und bis dahin werde ich mich anderweitig irgendwie organisieren müssen. Das macht ja auch nichts. Ich will mir da jetzt auch nicht zu viel Stress machen. Und ja, ich würde sagen, ich werde jetzt mal so langsam anfangen mit den Vorbereitungen für unseren alkoholfreien Glühweinpunsch. Dazu gibt es aber ein separates Video. Ich werde aber hier die ein oder andere Sequenz, wie ich das arrangiere, noch filmen. Und ja, also wie gesagt, das ist ein ganz lockerer Vlog, ohne Stress, ohne großartig viel Drohnenaufnahmen oder ähnliches. Deswegen, also würde ich sagen, schauen wir mal, wie wir das hier organisiert bekommen. Ja, zum Glück bin ich hier nochmal durch die Gegend gelaufen und habe tatsächlich nochmal nach einem Baumstamm gesucht, der einigermaßen gerade ist, wo man vielleicht auch ordentlich was draufstellen kann. Besser als auf dem Baumstamm da. Aber ganz ehrlich, ich habe mir auch gerade überlegt, einen Baumstamm, einen toten Baumstamm, um was zu kochen. Wir sind ja nicht in der Survival-Situation. Deswegen habe ich, wenn es auch ein toter Baum ist, hier diesen hier gefunden. Da werde ich gleich schön die Zutaten arrangieren. Ich glaube, das ist einfach mit dem Grün und mit den Zitronen und sowas alles, wirkt das einfach, glaube ich, nochmal sehr, sehr, sehr viel schöner. Und angenehmer und eleganter und leckerer und wie auch immer. Und so werden wir das jetzt auf jeden Fall machen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal das ganze Gerümpel hier wieder runterholen. Und ich glaube, das ist einigermaßen eben. Das soll schon alles gehen. Und ja, der Ausblick, ihr seht es im Hintergrund, ist nicht allzu schön. Da hat der Borkenkäfer ordentlich Gas gegeben. Oder in dem Fall die Waldarbeiter. Naja. So ist das halt, aber hier dieses kleine Stückchen ist davon nicht betroffen, weil es keine Fichten sind, sondern, ich habe keine Ahnung, ich zeige euch mal die Blätter, vielleicht könnt ihr es ja sagen, vielleicht ist eine Buche oder was, ich zeige euch mal die Bilder hier, die Blätter, vielleicht ist das eine Buche, mich nervt tatsächlich selber sehr, dass ich nicht weiß konkret, welcher Baum ist das jetzt, welche Baumart ist das und so weiter und so weiter. Aber ich muss irgendwo auch einen Kompromiss finden aus Zeit und ja, schönen Videos. Das ist halt, wie gesagt, eine Zeitfrage. Klar, ich kann jetzt natürlich eine App installieren und mir anzeigen lassen mit dem Blatt. Welcher Baum ist das? Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht. Also wenn ich wirklich ein echtes Interesse hätte, glaube ich, würde ich mir das selber beibringen. Aber aktuell nicht. Und so werde ich jetzt auf jeden Fall mal mein Gerümpel hier nach da unten verfrachten und ja, dann beginnen wir mit den Vorbereitungen für das Video zum alkoholfreien Punsch bzw. Glühwein.
Ja, das Filmen ist nicht ganz so einfach, weil das sieht natürlich immer schön aus im Video, aber es ist natürlich auch viel groß und drumherum. Das kennt ihr ja auch aus den Hollywood-Filmen. Da seht ihr natürlich auch nicht die Crew und sowas alles und was da aufgebaut wird. Aber ich möchte hier gleichzeitig auch mal so einen kleinen Einblick geben. Ja, ich habe hier im Prinzip alles gelagert, was ja ich da oben jetzt an meinem kleinen Set nicht brauche. Ihr seht, da oben steht der S-Bit-Kocher und köchelt so ein bisschen vor sich hin. Das wird jetzt leider noch ein bisschen dauern. Ich hätte natürlich jetzt auch den Gaskocher nehmen können, aber ganz ehrlich, in der Natur einfach mit einer offenen Flamme zu kochen, das ist einfach wunderschön anzusehen und es gibt eigentlich nichts Besseres. Klar, es dauert länger, aber es ist wirklich fast schon so ein bisschen meditativ, der Flamme da beim Arbeiten zuzuschauen, wie sie sich so ein bisschen mit dem Wind hin und her bewegt. Und ich kann meinen Blick gar nicht davon lassen. Also es ist echt verrückt, richtig schön anzusehen. Und ja, gleich müssen wir auf jeden Fall noch das Thumbnail-Bild machen. Da werde ich dann entsprechend die Zutaten nochmal wieder so ein bisschen positionieren. Dann mache ich ja so ein schönes Foto von der Seite, dass man direkt sieht, dass es um Leckereien geht. Ich habe ja auch schon erzählt, ich möchte gerne in Zukunft mehr solcher Kochvideos machen. In welcher Art und Weise auch immer, das wird sich noch rausstellen. Was ich aber auf jeden Fall weiß, ist, dass ich mir einen Ort suchen muss, der doch ein bisschen gerader ist. Weil das ist zwar jetzt alles da irgendwie möglich und es sieht auch richtig urig und toll aus mit dem Moos und mit dem toten Stumpf von dem Baum. Aber es ist halt nicht praktisch zu arbeiten, gerade da auf der Sitzmatte und dann noch was zu schneiden und sowas alles. Das ist jetzt noch nicht die optimale Lösung, aber nichtsdestotrotz. Ist ja auch ein erster Versuch. Es klappt gut. Und für mich ist es halt auch wichtig, nicht einfach so einen One-Take zu machen, einfach alles zu schnibbeln und reinzuhauen und dann zu kochen, sondern wirklich auch im Detail zu zeigen, so wie ich die Zitrone klein schneide, wie ich den Ingwer klein schneide. Ja, nicht nur was fürs Auge, sondern auch was fürs Ohr. Denn ich habe tatsächlich überlegt, ob ich dieses Video zum Glühwein nicht ja ohne mein Gelaber mache. Das hätte ich tatsächlich auch gemacht, wäre meine Stimme jetzt nicht wieder da einigermaßen. Vor einigen Tagen habe ich mich angehört, als wär ich dauerbesoffen. Ja, aber das hat es mittlerweile ja auch wieder gelegt. Und so müsst ihr mein Gelaber leider über euch ergehen lassen, wenn ihr das Video schaut. Aber ich denke, das sollte kein Problem sein. Und ja, so sieht's aus. Und ja, jetzt warte ich so ein kleines bisschen, filme jetzt hier gleich noch mit dem Handy noch die ein oder andere Szene wieder, die Flamme da den Pott erhitzt. Na, wie man das so ganz klassisch auch kennt. Und ja, dann werde ich gleich zum Test probieren schreiten. Und ja, ich bin mir aber ziemlich sicher, das wird eine richtig leckere Sache werden. Ja, das Video ist beendet. Zumindest die Aufnahmen. Aber der Verzehr noch nicht. Muss mal überlegen, wie ich mich jetzt hier hin platziere. So. Denn ich habe ja noch den Honig mit dabei. Habe im Video gesagt, dass es eigentlich nicht notwendig ist, den da reinzumachen. Ist es auch nicht. Aber ganz ehrlich, Leute, ich habe den dabei. Kann man das auch da reinmachen? Das machen wir jetzt auch. Mega. Gibt noch mal ein bisschen mehr Süße, noch ein bisschen mehr extra. Ja, Natur pur sozusagen. Ach, Freunde der Nacht. Wenn jetzt jemand von euch hier wäre, könnten wir uns hier den schön gemeinsam zu Gemüte führen. Den Rest werde ich gleich in meine Thermoskanne ja umfüllen. Dann werde ich das ganze Gerödel hier wieder zusammenpacken. Und dann werde ich tatsächlich überlegen, ob wir hier noch nicht noch einfach easy going, so ein bisschen durch die Wälder streifen, ein bisschen hier gucken, mal da gucken. Also ich würde sagen, auf euch, liebe Leute. Prost. Ist einfach toll. Ist einfach toll. Richtig lecker. Ich hätte vielleicht die Ingwerstücke doch groß lassen sollen. Dann würden die nicht die ganze Zeit versuchen, in den Mund zu schwimmen. Richtig lecker. Ein Träumchen. Der Taschenofen, der wärmt mittlerweile auch gut. Normalerweise ist da noch so ein Beutelchen damit bei, wo der mit reinkommt. Aber es ist tatsächlich so, solange der in der Hosentasche ist, ist der richtig warm.
Sobald ich aber natürlich mit meinen kalten Fingern dran gehe, kühlt er natürlich erstmal rapide ab, weil er natürlich ja die Hände aufwärmen muss. Und jedes Mal denke ich mir, hey, wieso ist der jetzt auf einmal nicht mehr so warm? Aber ist ja auch normal, ne? Man muss den wirklich konsequent eine Zeit lang in der Hand halten und dann wärmt er sich auch wieder auf. Hin und wieder war ich wirklich am Überlegen, boah, ist der jetzt an? Aber sobald man hier oben dran fasst, merkt man sofort, das ist richtig heiß. Deswegen, also, da darf man sich auf jeden Fall nicht kirre machen lassen. Also vielen Dank an dieser Stelle nochmal für diesen wundervollen Tipp. Und ich werde jetzt hier meine 7 Sachen packen. Und dann würde ich sagen, wir gehen hier auf noch eine kleine Runde durch die Wälder hier. Mal schauen. Wir gehen jetzt einfach mal links, mal rechts, mal schauen. Aber ich muss spätestens, also nicht spätestens, aber ich muss früher oder später wieder hier hoch irgendwo. Mein Auto steht in einigen Kilometern Entfernung. Das möchte ich natürlich nicht hier stehen lassen. Aber alles easy. Und ja, so machen wir das. Und dann würde ich sagen, auf geht's auf eine kleine Wanderung. So, herzlich willkommen am Wanderparkplatz am Lichtturm. Da laufen wir jetzt gleich auch dran vorbei, den zeige ich euch auch. Ich laufe jetzt noch mal 5 Kilometer. War jetzt vorher tatsächlich doch noch mal beim Auto, weil die ganzen Sachen mit nach Hause zu schleppen, beziehungsweise durch den Wald zu schleppen, also hier Orangensaft und Co., ein bisschen zu vieles Guten gewesen. Und ich war gerade noch im Supermarkt einkaufen, habe noch was fürs Mittagessen besorgt. Das heißt, wir werden uns gleich hier irgendwo im Wald noch mal ein Eckchen suchen. Hoffentlich ein bisschen bequemer und da etwas zum Mittagessen zubereiten. Ich möchte mir heute die Trinkwasserquelle Bolten Heide anschauen. Da bin ich auch schon mal hergewandert, aber nicht konkret an der Quelle vorbei, sondern nur etwas weiter oberhalb und zwar durch das Steinbachtal mit Teufelsklippen. Ob wir die Teufelsklippen jetzt auch sehen, das weiß ich aktuell nicht. Ich habe jetzt einfach mal Freestyle eine Route bei Komoot geplant, die laufe ich jetzt erstmal ab. Aber wie gesagt, das ist nichts in Stein gemeißelt. Wir können mal links, mal rechts gehen. Schauen wir mal. Wir gehen jetzt hier auf jeden Fall gleich erstmal rechts. Und da oben schimmert schon so ein bisschen der Lichtturm durch. Und den möchte ich euch gerne zeigen. Ja, die Krähen haben eben Eindringlingsalarm gemeldet. Sobald ich hier rein bin, haben die erstmal. Aber nicht nur hier, sondern auch da auf der Seite, ganz weit vorne. Also sehr interessant zu hören und zu sehen, wie sich das Umfeld ändert. Sobald man als Mensch den Wald betritt, kann natürlich jetzt auch Einbildung sein, aber ich glaube fast nicht. Ja, also hier bin ich auf jeden Fall auch schon hergelaufen, vor einiger Zeit sogar. Und ja, viel hat sich hier nicht verändert. Ihr seht, hier ist auch einiges abgerodet, aber auch schon seit längerem. Hier, ich stelle mich mal hier auf ein kleines Plateau hier. Ja, aber wie gesagt, da liegt alles schon seit Ewigkeiten hier, glaube ich. Wäre aber meiner Meinung nach ein richtig toller Spot, um hier mal eine Nacht zu übernachten. Hier, so in der Mitte drauf. Der Boden ist weich. Ich glaube, hier kriegt man auch problemlos einen Hering oder sowas rein. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Die Zivilisation ist natürlich sehr nah, aber ganz ehrlich, ich bin ja mittlerweile der Meinung, wenn man sein Zelt irgendwo aufschlägt und da kommt wirklich jemand vorbei, was soll denn passieren? Jetzt mal ganz ehrlich. Klar, man kann sich immer darüber streiten, ob das erlaubt ist oder nicht, hin und her. Diese ewige Diskussion. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Ganz ehrlich, ob man sich jetzt einen Tarp abspannt oder ein Zelt aufbaut, was
einen geschlossenen Raum darstellt und das Tarp eben nicht. Und das macht es halt zu einer Grauzone. Ja, sei mal dahingestellt. Ganz ehrlich, ich finde, wenn man ordentlich mit der Natur, in der Natur unterwegs ist, sollte das in gewissem Maß kein Problem sein. Interessant ist, dass ich von Boris gehört habe aus seinem letzten Video, dass da er in Hessen wohnt, dass in Hessen, lass mich nicht lügen, so hat er es im Video gesagt, Naturschutzgebiete, nee, wie war das? Ach, jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau, dass der Wald nur tagsüber abseits der Wege betreten werden darf und nachts nur noch auf den Wegen. Sehr interessant, so unterschiedlich sind die Regelungen von Land zu Land, aber man muss eben das Beste draus machen und ja, das möglichst regelkonform, gesetzeskonform natürlich machen, aber ja, wie gesagt, wenn man sich ordentlich verhält, glaube ich, sind die wenigsten da hinterher, die da wirklich mit einer Axt durchgehen wollen. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und ja, hier laufen wieder mal Leute mit Hund rum. Dauert alles. Ja, so würde ich sagen, geht es weiter zur Trinkwasserquelle Boltenheid. Herzlich willkommen an der Trinkwasserquelle Boltenheide. Ah, hier läuft's raus. Richtig schön. Erstmal die Hände ein bisschen sauber machen hier. Ah, ich habe jetzt leider keine Flasche dabei. Ist natürlich ein bisschen blöd, aber wir probieren es auf jeden Fall mal. Sieht auf jeden Fall schon sehr klar aus. Ja, schmeckt ein bisschen nach Stein. Was ja auch normal ist, ne? Ja, das soll aber auf jeden Fall reichen. Richtig schön, hier mal zu sein, weil ich wollte immer schon mal hier hin und habe es bis jetzt nie geschafft. Bin quasi immer bis in die Nähe gekommen, aber nicht bis ganz dran. Das freut mich also umso mehr. Das heißt, ich kann da auch so ein kleines Häkchen für mich machen. Und ja, jetzt würde ich sagen, jetzt laufen wir noch ein kleines bisschen weiter und dann werden wir uns ein schönes Plätzchen suchen, wo wir mein Mittagessen zubereiten können. Weiter geht's! Also sehr, sehr interessant gerade. Ich laufe hier gerade den Weg entlang hier. Den werde ich gleich auch weiterlaufen. Habe aber hier diesen kleinen Weg reingesehen. Habe mir gedacht, oh, ich guck mal da rein. Das sieht auch sehr interessant aus. Da unten. Dieser wundervolle Pfad, der da runter führt. Und dann habe ich just in dieser Sekunde gleichzeitig dieses wundervolle Schild entdeckt. Lieber Wald- und Naturbesucher, das Bedürfnis nach Ruhe und Erholung hat dich hierher in unseren Lebensraum die Natur geführt. Deine Rücksichtnahme ist für uns Pflanzen und Wildtiere notwendig, damit wir uns weiterhin natur- und artgerecht entfalten können. Hier befindest du dich vor einer Ruhezone. Bitte benutze die Wegführungen um dieses Areal herum. Dein Verständnis lässt uns gesund leben. Vielen Dank. Wir wünschen dir eine gute Erholung, deine Tier- und Pflanzenwelt. Sehr interessant. Scan me. Da kann man noch einen QR-Code scannen. Den werde ich jetzt auf jeden Fall auch mal scannen. Mal schauen, ob das eventuell zu irgendeiner offiziellen Webseite führt von irgendwem. Das würde mich nämlich tatsächlich auch nochmal interessieren. Ob das irgendwie zur Stadt Solingen führt oder irgendwie sowas. Ich kann aber hier nichts scannen. Lässt sich nicht scannen. Doch jetzt. So. Wildruhezone Outlander Winterklein, wollen wir mal schauen.
Heruntersmap. Weil wenn ich halt solche Schilder sehe, dann denke ich mir auch, wie offiziell sind die denn? Ja, hier werden verschiedene Tiere erklärt, die hier wohnen und leben. Herbst- und Wintermonate. Ne? Also hier zum Beispiel. Oh, ich weiß nicht, ob man es irgendwie sehen kann. Muffelwild und so weiter und so weiter. Ja, die Frage ist halt, wie offiziell ist das, ne? Naja, egal. Das ist ja auch in Ordnung. Ich meine, ganz ehrlich, wenn dieses Schild dahin hängt, dann werden wir das respektieren. Auch wenn das vielleicht nicht rechtlich 100% konform sein sollte. Aber der Weg hätte mich tatsächlich auch interessiert. Und ganz ehrlich, den wäre ich auch runtergegangen, hätte ich dieses Schild jetzt nicht gesehen, ne? Naja, aber das Schild scheint relativ neu zu sein. Von daher bleiben wir hier auf dem regulären Weg und begeben uns weiter auf die Suche nach einem Pausenplatz. So, das ist mein Platz des Vertrauens. Hier werde ich jetzt eben mein ganzes Gelumpe ein auspacken. Und dann mache ich mir schnell was zu essen. Und ich freue mich auch noch auf eine weitere Tasse Punsch. Denn den habe ich ja auch noch mit dabei. Also würde ich sagen, ich setze mich jetzt, lasse die Kamera jetzt einfach laufen und werde euch, ja, während ich hier vorbereite, zubereite, wie auch immer, so ein bisschen erzählen. Es gibt im Übrigen Butter Chicken mit Reis. Ja, ökologisch, ökonomisch, ne, ökologisch. Nicht das Allerbeste mit der Plastikverpackung, nehme ich aber mit, kommt auch in die gelbe Tonne rein. So, jetzt kommt gerade mal auf die Seite hier. So, Feuerstahl, den brauchen wir gleich. Hier ist die Thermoskanne mit dem wundervollen Punsch. Wasser. Ja, ganz ehrlich, das ist eine leckere Sache da, aber auch eine ganz schöne Sauerei, wenn das da drin ist. Und ich möchte das möglichst so sauber wie eben irgendwie möglich wieder mit nach Hause nehmen, um nicht den ganzen Dreck sozusagen mitzubringen. Weil da müsste ich jetzt die ganze Tüte und das alles hier reinpacken. Und beziehungsweise dann würde das dreckig werden. Um das mal so kurz und knapp auf den Punkt zu bringen. So, stellen wir erstmal hier hin. Ja, manchmal quassel ich mich auch im Kopf und Kragen. Ihr kennt das ja. Naja, so ist das halt. So, ich hoffe, das geht mit meiner Stimme, aber ich glaube, stimmentechnisch sollte das alles mittlerweile wieder in Ordnung sein. Zumindest kann man mich verstehen. So, nur mal hoffen, dass hier gleich nicht irgendwelche Hunde herlaufen, die unangeleint sind. Und eventuell das ganze Ding hier umreißen. Das habe ich nämlich auch schon mal gehabt. Da war ich auch im Wald unterwegs und habe mir da einen Tee gekocht. Und da kam dann auf einmal, was weiß ich, der Jäger, der Förster. Und dem sein Hund hat da ordentlich Remi-Demi gegeben. Ne? Naja. So, ich werde, denke ich, nicht mehr Spiritus reinmachen als das, was jetzt drin ist. Ich denke, das sollte reichen. Oh, brennt schon. Sehr gut. So, kommt direkt der Topf drauf. Den habe ich tatsächlich eben noch so ein bisschen ausgewaschen mit Wasser auch. So, noch die Blätter da raus. So. Machen wir erst die Soße rein. Normalerweise kommt das in eine Mikrowelle, aber ja, ich habe ja keine. Und deswegen werden wir das jetzt hier einfach eiskalt auf dem Espit-Kochset zubereiten. Da ist gerade ein bisschen Baum abgefallen. So, eins. Der Reis noch mit da rein. So, das lassen wir jetzt einen kleinen Moment aufkochen und dann gibt es gleich was Leckeres zu essen. Essen ist fertig, liebe Leute. So, einmal runter hier und einmal zack. So,
Mal kräftig umgerührt hier. Endlich was zu essen. Freue ich mich schon drauf. Und wünsche in diesem Sinne einen guten Hunger. Und gleich geht's auf die letzten, ja, knapp 2 Kilometer. Liebe Leute, ich sitze wieder im Auto. Nach 5,64 Kilometern trete ich jetzt die Heimreise an. Kann an dieser Stelle sagen, das war eine kleine, feine Runde. Nichts Wildes, aber ein bisschen die Natur genossen, ein bisschen die Wanderwege erkundet, neue vor allen Dingen. Ein bisschen was gegessen, ein bisschen was getrunken, also viel mehr. Muss eine tolle Wanderung manchmal einfach nicht haben. Und so würde ich mich an dieser Stelle recht herzlich bei euch bedanken fürs Zusehen. Falls ihr es noch nicht getan haben solltet, dürft ihr selbstverständlich gerne den Kanal abonnieren. Über einen Daumen nach oben würde ich mich selbstverständlich auch freuen. In diesem Sinne bin ich raus. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns garantiert im nächsten Video. Bis dahin, euer Jörg.